Ja, also es sind alles die Spitalsachen, die ich sicher hierher mitnehmen kann. Das Material, das man eigentlich nicht so kennt in der Apotheke, aber vielleicht gleich mal so bestellen. Das ist natürlich eine zusätzliche Kompetenz, weil ich sowieso gleich zur EIO Parapharmazie mit allen Verbandssachen habe, die man auch gut lernt kennen im Militär. Ja, das hat sicher weitergeholfen, der zusätzliche Kompetenz zu haben. Arbeiten innerhalb von einer bestimmten Zeit müssen erledigt haben. Klare Kommunikation. Halt zwischen ihnen auch mal sagen, ist in Ordnung, ich mache das, ohne zu hinterfragen oder ohne irgendwie zu widersprechen. Das sind schon gewisse Parallelen. Und das, von mir aus gesehen, hilft mir das immer wieder, vom einen ins andere Feld zu wechseln. Und ja, es sind nicht Gegensätze. Also Führung hat auch zu tun mit klarer Kommunikation. Und das ist bei uns in den Spitex-Diensten auch sehr wichtig, ist überhaupt in der Pflege sehr wichtig, im Team und auch bei den Patienten, damit man sich unmissverständlich versteht. Und meine Führungsfunktion kann ich auch wahrnehmen im Zusammenhang mit den Schülerinnen, ja, die ich klar führe. Mm-hmm. Alors, à l'hôpital, c'est vrai que on est tous les jours confronté à des nouvelles situations. Chaque patient est une nouvelle situation, finalement, bien qu'après, ils finissent par se ressembler, mais on est toujours prêt à l'inconnu. Et ça, c'est aussi quelque chose où on a beaucoup mis l'accent dans la formation, notamment lors du cours cadre, d'être confronté à n'importe quelle situation, bien qu'elles soient de gravité différente, ou c'est du simulé quand on est au cours cadre. Mais ça, ça m'a permis à mieux gérer en fait toutes les situations inconnues, à gérer aussi le sang-froid, garder son calme. Ça, c'est quelque chose pour moi qui était un très bon exercice. Rekrutdienst bzw. im Militär, im Stabslehrgang, habe ich das vor allem auch gelernt. Eine Situation rasch erfassen, schauen, was ist das Problem und auch also eine Lagebeurteilung machen, sagt man dem im Militär. In meinem privaten Umfeld, gerade in Notfallsituationen, ja, kann ich dort wirklich von dem mal profitieren. Eine Situation rasch erfassen und rasch entscheiden, was muss ich jetzt machen.